Hey, schön, dass du wieder hier bist am Samstag. Heute geht es darum, wie du schnell und effektiv dein Selbstbewusstsein steigern kannst. Und ich will dir auch erklären, warum das so wichtig ist, wenn es zum Thema Erfolg mit Frauen gibt. Denn natürlich ohne Selbstbewusstsein traust du dich nicht, auf Frauen zuzugehen, schaffst du es nicht, ein ordentliches Date mit den Frauen zu haben, traust du dich nicht, die Frau zu küssen oder mit der Frau zu schlafen. Und dann hört halt dein Erfolg mit Frauen meistens schon an der Stelle auf, wo du eine hübsche Frau siehst, aber nicht mal auf sie zugehen kannst. Deswegen ist es enorm wichtig, dass du Selbstbewusstsein aufbaust. Und wie genau das funktioniert, ja, ich will mal alle Mysterien so ein bisschen zur Seite wischen und dir einen genauen Plan geben, den du folgen kannst, um schnell mehr Selbstbewusstsein aufzubauen. Viel Spaß beim Video. Also das, was ich dir jetzt erzähle, habe ich vom guten Tony Robbins. Ich habe letztens im Podcast schon mal darüber gesprochen, aber ich wollte es gerne nochmal hier machen, weil ich es enorm wichtig finde. Und zwar hat der Tony Robbins gesagt, je mehr Kontrolle oder je mehr gefühlte Kontrolle du über dein Leben hast oder über die Dinge, die in deinem Leben passieren, desto selbstbewusster und besser fühlst du dich. Das kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung so bestätigen, denn wenn ich zum Beispiel eine Zeit lang regelmäßig meditiert habe, dann habe ich mehr Kontrolle über mein Leben, weil durch die Meditation habe ich mehr Kontrolle über meine Emotionen, kann meine Gedanken mehr beobachten und bin nicht mehr so beeinflusst davon. Was ich mit beeinflusst davon meine ist, angenommen, ich bin auf der Straße unterwegs und ich sehe eine Frau und dann automatisch wird irgendwas getriggert in meinem Gehirn, das mir sagt, oh, ich bin nicht wertvoll genug für die Frau, ich sollte sie nicht ansprechen. Dann war das eine unbewusste Reaktion. Ich hatte keine Kontrolle darüber, das ist so gekommen und es hat mich beeinflusst und deswegen habe ich es nicht gemacht. Was aber zum Beispiel durch Meditation passiert, ist, dass du so einen Abstand gewinnst und du erkennst diesen Gedanken, diesen, oh, ich bin nicht wertvoll genug und merkst dann, okay, ich muss aber nicht danach handeln. Ja, und in dem Moment hast du Kontrolle über die Sache gehabt. Nur als Beispiel. Es geht darum, dass je mehr Kontrolle du über Dinge in deinem Leben hast, desto selbstbewusster fühlst du dich, desto mehr Erfolg mit Frauen wirst du haben. Denn natürlich stehen Frauen auf selbstbewusste Männer, denn nur selbstbewusste Männer können die Frau ordentlich führen, können die Frau ordentlich ansprechen und wirken einfach auch wie starke Partner, auf die man sich verlassen kann oder attraktive Männer, mit denen man schlafen will. Und deswegen es ist so wichtig, dass du Kontrolle über dein Leben bekommst. Und ich will das hier jetzt nicht theoretisch behalten, ich will das hier praktisch machen. Ja? Schau dir einfach mal dein Leben an und guck dich mal um und frag dich mal, in welchem Bereich meines Lebens habe ich eine große Kontrolle und wo gebe ich vielleicht die Kontrolle und die Verantwortung so ein bisschen nach außen ab. Ich habe das Beispiel schon im Podcast gebracht, aber hier nochmal. Angenommen, du bist 25, lebst noch bei deiner Mutter, dann hast du halt über diesen Bereich deines Lebens wenig Kontrolle. Ja? Vielleicht kauft die Mutter für euch ein, für die Familie, das heißt, du hast keine Kontrolle darüber, was du wirklich isst. Du isst, was die Familie isst und du musst dann zu Hause sein. Du hast dich an die und die Regeln zu halten. Das ist nicht unter deiner Kontrolle. Wenn du jetzt aber umziehst und alleine wohnst, dann sind so viel mehr Sachen unter deiner Kontrolle, aber natürlich auch in deinem Verantwortungsgebiet. Ja, mit mehr Kontrolle kommt immer auch mehr Verantwortung einher. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich übernehme Verantwortung für meinen Erfolg mit Frauen, ja, ich gehe da raus und lerne, wie man Frauen ansprechen kann, ja, ich gehe raus und spreche Frauen auf Veranstaltungen an, auf die ich gehe, oder ich mache viel Online-Dating und treffe dort viele Frauen, date ich viele Frauen. Wenn du das machst, wenn du sagst, ich übernehme die Kontrolle über mein Liebesleben, über mein Datingleben, dann wirst du dich automatisch selbstbewusster fühlen. Ja, das heißt, wenn du jedes Mal, wenn du rausgehst und eine Frau ansprichst, dann bist du automatisch ein bisschen selbstbewusster, weil du spürst, oh mein Gott, ich habe Kontrolle über diese Sache. Ich kann auf Frauen zugehen. Ich kann das. Ich bin nicht von außen beeinflusst. Es gibt nicht irgendwas Unsichtbares, was ich nicht beeinflussen kann, was mich zurückhält. Ich kann das. Ich kann dahin gehen. Und das heißt, das musst du verstehen. Du wirst doppelt so schnell besser, wenn du das verstehst, weil dadurch, dass du eine Frau ansprichst, gewinnst du erstens an Selbstbewusstsein und zweitens wirst du besser, was das Thema Frauen ansprechen angeht, weil du das ja gerade gemacht hast. Du lernst ja die soziale Fähigkeit. Das heißt, es geht unglaublich schnell, dass du gut mit Frauen wirst, wenn du sie nur ansprichst, weil das dein Selbstbewusstsein steigern wird. Ja, aber du kannst es auch auf verschiedene andere Dinge übertragen. Angenommen, du bist hast finanzielle Probleme und bist so scheiße, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich habe das Gefühl, ich habe keine Kontrolle darüber. Ja, dann überleg dir mal, wie könnte ich Kontrolle bekommen? Ja, mach dir vielleicht ein Ausgabentagebuch, wo du immer reinschreibst, wie viel du ausgibst und erlange so Kontrolle. Gleiches mit dem Gewicht, wenn du das Gefühl hast, ich bin immer irgendwie zu dick, ich habe das nicht unter Kontrolle, ich nehme immer nur zu, dann zähl mal deine Kalorien und mach mal einen kleinen Kaloriendefizit. Also ess einfach weniger, als du brauchst, als dein Körper braucht. Und schon hast du das Ding unter Kontrolle. Es gibt
viele Möglichkeiten, fast alle Aspekte deines Lebens unter Kontrolle zu bringen. Und dazu muss man zusätzlich sagen, natürlich gibt es immer wieder Sachen im Leben, die sind nicht kontrollierbar. Die meisten Sachen sind nicht kontrollierbar. Aber du hast einen gewissen Teil, einen gewissen, ja, das ist dein Einflusskreis von Kontrolle, auch wenn es so viele Sachen gibt, die du jetzt nicht kontrollieren kannst, wie das Wetter, ob du jetzt krank wirst, da kannst du auch kontrollieren, da kannst du vorbeugen, kannst dich gesund ernähren, kannst es nur nicht komplett kontrollieren. Das Wetter, keine Ahnung, Umweltkatastrophen, wenn irgendwelche Politiker Scheiße bauen und sich für einen Krieg entscheiden und so, da hast du jetzt nicht den mega Einfluss drauf, da hast du nicht die enorme Kontrolle. Selbst wenn du jetzt zum Beispiel wählen gehst, hast du nicht so eine riesen Kontrolle, wie als wenn du Kontrolle über dich selbst hast. Aber das ist so wichtig. Also deine persönliche Entwicklung sollte nicht nur vorsehen, mit Frauen zu flirten, sondern auch zu schauen, wie kann ich mehr Verantwortung für mich selbst übernehmen, wie kann ich mehr Kontrolle für mich selbst übernehmen. Das gilt auch für deine emotionalen Zustände. Ja, bei emotionalen Zuständen ist es oft so, dass wir denken, oh Mann, wir haben keine Kontrolle über die, die kommen einfach über uns. Dem ist aber nicht so. Du kannst deine emotionalen Zustände beobachten und dich nicht so stark davon beeinflussen lassen. Ein super Weg dafür ist Meditation. Mit Meditation geht das wirklich sehr, sehr einfach. Ich werde nochmal ein Video dazu machen, dir ein bisschen erklären, wie du meditieren kannst, wenn du ein Anfänger bist. Das wird kommen am nächsten Donnerstag. Kannst du reinschauen und einfach lernen, wie du meditieren kannst. Das ist so eine wichtige Fähigkeit. Und guck einfach wirklich in deinem Leben nach diesem Video, setz dich hin mit einem Zettel und einem Stift, nimm dir 30 Minuten Zeit, in welchen Bereichen deines Lebens kannst du mehr Kontrolle übernehmen, wie könnte das aussehen, wie willst du es umsetzen, schreib wirklich auf, was du tun willst und setze das dann auch um. Und hab auch ein bisschen Geduld, das ist natürlich so eine Kurve, ja, das steigt stetig mehr an. Erwarte nicht, dass nur weil du jetzt einmal anfängst, irgendwie Kontrolle zu übernehmen, du sofort super selbstbewusst bist. Du wirst dich besser fühlen, aber gerade mit der Zeit, mach das mal ein Jahr und schon hast du all deine Nicht-Selbstbewusstseinsprobleme wahrscheinlich ausgelöscht und hast kein Problem mehr, auf die Frauen auf der Straße zuzugehen. So einfach kann das sein, wenn du dich dafür entscheidest, Kontrolle in deinem Leben zu übernehmen. Ich rate dir, das Video nochmal zu schauen und unbedingt das Video nächsten Donnerstag zu gucken, wo ich dir zeige, wie du als Anfänger anfangen kannst zu meditieren. So eine wichtige Fähigkeit für Erfolg mit Frauen, dafür die Tests der Frauen zu bestehen, dafür widerstandsfähig zu sein, dafür das Leben zu meistern. Meditation super wichtig für Kontrolle in deinem Leben, für Erfolg mit Frauen. Schön, dass du dabei warst hier am Samstag. Ich sehe dich dann am Donnerstag mit dem Meditationsvideo wieder und ich zähle darauf, dass du da bist. Das ist wichtig. Komm wieder, schau das Video. Unten in der Ecke kannst du noch das Quiz machen, in dem du rausfindest, wie gut du Frauen verstehst. Kannst du mal auschecken. Check mal aus, wie gut dein Frauenverständnis ist. Das zeige ich dir da. Hier in der Ecke kannst du den Channel abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst. Und oben geht es zum letzten Video auf dem Channel, wo ich einen guten Freund, den Jasper, hier hatte, der sich enorm gut mit NoFap auskennt, also sich keinen mehr runterholen. Und was das für Auswirkungen auf deinen Erfolg mit Frauen hat. Du wirst überrascht sein, was er für krasse Sachen festgestellt hat, denn er setzt sich damit den ganzen Tag auseinander. Schau dir das Video unbedingt an. Mega interessant, super wertvoller Content. Schön, dass du dabei warst hier am Samstag. Wir sehen uns am Donnerstag zum Meditationsvideo wieder. Bis dahin, ciao.